Ja, ganz einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Miriam Weberstorfer und ich bin die Gründerin von Archeo Now. Ich glaube, ja, alles hat seine Geschichte und so habe auch ich meine Geschichte, Archeo Now hat seine Geschichte und die möchte ich euch heute erzählen. Wir sind alle Explorer eigentlich, also der Mensch ist ein sehr exploratives Wesen. Also ich glaube, wenn wir auf die Welt kommen von der ersten Minute an, versuchen wir Dinge zu, oder entdecken wir Dinge, wir sind wissbegierig, wir wollen neue Sachen kennenlernen, wir wollen Dinge begreifen. Und vielleicht erinnert ihr euch an Momente aus eurer Kindheit oder aus eurer Vergangenheit, die bei euch so ein Feuer vielleicht erweckt haben, das ihr vielleicht heute verfolgt oder noch verfolgen wollt. Wie auch immer, bei mir hat es da einen sehr einschneidenden, oder ja, kann man so sagen, einen einschneidenden Moment gegeben. Nämlich war ich ungefähr 5 Jahre alt, als man den Ötzi gefunden hat, diese bekannte Eismumie. Das war damals eine irrsinnig großartige Geschichte, ein irrsinniger Fund, also eine irrsinnig besondere Sache. Und das hat mich als Kind so fasziniert, er ist ja nicht unbedingt schön anzuschauen, der Ötzi, muss man sagen, wenn man sich ehrlich ist, aber das hat mich so fasziniert, das hat mein Interesse für die Vergangenheit geweckt, das hat mich mit Fragen überflutet eigentlich. Ich habe mir überlegt, okay, wie kann das sein, der ist so alt, wo kommt er her? Wie war der Mensch denn damals? Warum hatte der Tätowierungen zum Beispiel? Was hat er gegessen? Warum wissen wir das alles noch gar nicht? Und alle diese Fragen habe ich versucht, mir im Laufe meines Studiums und meiner Ausbildung zu beantworten. Viele Fragen sind dadurch natürlich auch wieder aufgeworfen worden. Aber ich habe dann angefangen, nach Wien zu gehen, also der Weg hat mich hierher geführt. Und ich habe dann angefangen, das individuelle Diplomstudium Quartär Biologie und Archäologie des Paläolithikums zu studieren. Ich glaube, in diesem Raum hat das wahrscheinlich noch nie jemand gehört. Auch sonst ist es sehr unbekannt, würde ich mal sagen. Aber es ist eine schöne Mischung aus Archäologie, Anthropologie, Paläobiologie. Ich will jetzt gar nicht unbedingt ins Detail gehen. Aber es hat eigentlich all meine Interessen, all meine Fragen, die ich hatte, vereint in einem Studium eben. Und so habe ich eigentlich verschiedenste Ausgrabungen gemacht. Man macht Funde, schaut man sich an, man vergleicht, man vermittelt auch Wissen, man lernt natürlich auch Wissen zu vermitteln. Das ist etwas, was ich besonders gerne mache und gemacht habe. Also ich habe auch irrsinnig gerne mit Kindern gearbeitet und versuche denen natürlich auch etwas mitzugeben, ihr Interesse zu wecken, mal hinter die Kulissen zu schauen. Also eine Interessensförderung auch, so kann man das vielleicht sagen. Ja, Labor, richtig in die Wissenschaft gehen, sich manchmal auch wichtig fühlen. Irgendwelche Höhlenexkursionen haben wir gemacht oder Höhlengrabungen, das war irrsinnig spannend. Ich habe mich mit vielen Knochen beschäftigt, also gerade mit Tierknochen, dann am Ende auch mit menschlichen Überresten. Pathologie war natürlich auch ein Thema, wenn man sich ein bisschen mit den morbideren Dingen beschäftigen möchte. Und ich habe mich dann letzten Endes tatsächlich darauf spezialisiert, dass ich menschliche Skelette auf Sterbealter, Geschlecht und Pathologien bestimme im Rahmen meiner Diplomarbeit am Naturhistorischen Museum. Das ist mein Schreibtisch gewesen. Man sieht hier ein paar Knöchelchen herumliegen oder ein paar Fragmente davon. Man kann sagen, es ist wie ein Puzzlebauen mit menschlichen Knochen eigentlich. Und man versucht dann anhand dieser Knochen zu lesen, was über den Menschen auszusagen, zum Beispiel, was hat der Mensch damals vielleicht gegessen, wie hat sich der ernährt, wie hat der gelebt, hat der irgendwelche schweren Arbeiten verrichtet, auch solche Dinge kann man am Knochen manchmal ablesen. War das überhaupt ein Mann, war das eine Frau vielleicht, wie alt war derjenige, der gestorben ist? Also man kann versuchen, sowohl individuelle Schicksale aufzuzeigen oder man kann natürlich das Ganze auch demografisch betrachten und schauen, wie hoch war eine Kindersterblichkeitsrate im Mittelalter zu der und der Zeit, wenn man gewisse Gräberfelder und eine gewisse Anzahl von Personen hat. Aber zu guter Letzt habe ich dann abgeschlossen und mich nach meinem Studium gefragt, was jetzt? Das ist vielleicht gerade, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ihr das kennt, eine gute Frage, gerade wenn man so ein individuelles Diplomstudium, ein Orchideenstudium eigentlich studiert, wie es nicht klassischer geht, stellt sich die Frage, was macht man eigentlich mit dem Ganzen, was man da angehäuft hat an Wissen,
Wo führt mich mein Weg hin? Wo kann ich meine Kompetenzen einsetzen? Es gibt sehr wenige Jobs natürlich in so einem Bereich. Das heißt, ich war einmal nach dieser ganzen Leidenschaft und nach diesem ganzen Interesse, was ich für mein Studium gehegt habe, ein bisschen in einem Valley und habe mir gedacht, was mache ich jetzt überhaupt mit dem Ganzen? Und so bin ich, muss ich fast sagen, eines Tages irgendwann aufgewacht und habe mir gedacht, Miriam, warum machst du nicht eigentlich deinen eigenen Job und machst dich selbstständig, nachdem es das nicht gibt, was du eigentlich ja, vielleicht machen möchtest, kreierst du doch selbst. Und ich habe immer während des Studiums schon gerne mit Kindern, wie gesagt, gearbeitet, auch mit lebenden Menschen eben gearbeitet, nicht nur mit den Toten. Und habe mir überlegt, wie kann ich all diese Dinge verbinden und was kann ich daraus machen. Und da habe ich mir einfallen lassen, Achenau zu gründen. Und ja, Achenau verbindet eben genau das, was mich interessiert und was ich, glaube ich, auch kann. Und im Großen und Ganzen muss man sich das so vorstellen, wir sind in Wien. Wien hat mich immer irrsinnig fasziniert. Ich habe Wien immer mit positiven Erlebnissen verbunden, auch in der Kindheit. Wien ist eine irrsinnig spannende und wahnsinnig interessante Stadt, hat so viele geheime Ecken, so viele Geschichten zu erzählen. Also habe ich mir gedacht, warum nicht die Leute ein bisschen rausholen in die Stadt und es ihnen ermöglichen, einen anderen Blick mal auf die Dinge zu haben, vielleicht auch ein bisschen naiv auf Dinge zu schauen oder wie ein Kind vielleicht auf Geschichten einzugehen, weil wie oft sind wir auf Urlaub und wir machen alle möglichen Führungen, wir machen Stadttouren und schauen uns die Städte oder die Orte an, wo wir hinreisen, aber in der eigenen Stadt machen wir das eigentlich ja, sehr selten, muss man sagen. Und ja, somit hat es sich ergeben, dass ich zwei Programmrichtungen entwickelt habe, und zwar einmal Programme für die Kinder und für Schüler. Wichtig ist auch immer der pädagogische Mehrwert, den das Ganze hat. Also ich sehe es auch als einen Bildungsauftrag und nicht nur als, als eine Bespaßung sozusagen, sondern es darf auch gerne eine Mischung sein. Und natürlich kann Wissensvermittlung auch irrsinnig viel Spaß machen. Und der zweite Programmzweig ist sozusagen spricht die Firmen an und die Erwachsenen. Ich habe mir überlegt, wo kann man vielleicht in die Gesellschaft das Wissen am besten eintragen, und da muss man eigentlich mit den Kindern anfangen. Und so hat es sich ergeben, eben gerade für Schüler, wie gesagt, aber auch für Privatpersonen, für Kindergeburtstage, dass ich diese Programme mache, und sie machen sehr viel Spaß, also nicht nur mir, sondern auch den Kindern hoffentlich. Und ja, das Ganze kann man dann als Event abrunden, aber ich möchte euch eh noch genau erklären, wie das funktioniert. Und zwar stellt euch vor, ihr kommt hinter dem Stephansdom zusammen, da ist eben unser Treffpunkt, das kann eine Gruppe sein, wie wir heute hier sind, es kann eine Firma sein, es kann auch nur euer Partner sein, den sie vielleicht mitbringt, oder ein Freund, eine Freundin, wie auch immer. Und ihr werdet von mir dann in Teams eingeteilt. Es gibt eine kurze Spielerklärung, das heißt, wenn ihr Teams seid, könnt ihr auch gegeneinander antreten ein bisschen. Also es funktioniert ein bisschen wie ein Room Escape Spiel und ein Stadtspaziergang gemischt sozusagen. Und ihr bekommt, also jedes Team bekommt von mir dann eine Mappe mit einem Spielbogen und ein paar Aufgaben. Dann bekommt ihr eine Karte, die euch durch die Stadt und zu den Orten führen soll, die es zu suchen gilt. Und ihr bekommt einen kleinen Turnbeutel mit Briefumschlägen drinnen, die ihr an gewissen Stationen dann öffnen dürft. Da sind dann verschiedenste Dinge drinnen, kann was Lustiges sein, kann was zu tun sein, kann ein Rätsel sein, verschiedenste ja, Dinge, ich will gar nicht zu viel verraten. Und dann werdet ihr losgeschickt, habt 2 Stunden Zeit, um so eine nette kleine Innenstadttour, ist alles im ersten Bezirk, zu machen und die Geheimnisse zu lüften, die es da gibt. Und da haben wir verschiedene Themen für die Erwachsenen. Das eine ist die schaurige Stadt, das ist vielleicht ein bisschen mein Favorit. Das war auch die erste Tour, die ich entwickelt habe, weil es ein bisschen mehr in meine Richtung geht, wahrscheinlich. Da kommt man dann zu den ganzen Gruften und man kommt zu ehemaligen Henkerplätzen, man kommt zu geschichtlich dokumentierten Spukhäusern. Alles, was Wien eben so zu bieten hat. Und das Tolle ist, es sind keine erfundenen Stories. Also es gibt ja viele vielleicht, die in Wien auch ähnliche Dinge anbieten. Ganz, ganz tolle Stadtprogramme. Ich spiele sowas irrsinnig gerne.
Aber Wien hat selber so viel zu bieten an eigener Geschichte, dass ich mir gedacht habe, man braucht da gar nicht allzu große Geschichten noch dazu erfinden, sondern man muss sie eigentlich nur richtig aufbereiten, um sie erlebbar zu machen. Und ja, somit gibt es die schaurige Stadt, dann haben wir noch ein Programm, das ist die geheime Altstadt. Da ist dann mein Archäologieherz vielleicht wieder ein bisschen dabei mit dem römischen und mittelalterlichen Wien, was noch übrig ist. Also ein bisschen eine Suche nach den Geheimnissen in dieser Richtung. Auch ganz nett. Dann gibt es die Wiener Highlights und die Kaffeehauskultur. Typisch für Wien, Kaffeehauskultur, UNESCO-Kulturerbe, es ist ganz wichtig. Auch so etwas aufzuarbeiten, zu präsentieren, also wer sich für sowas interessiert, ist da wahrscheinlich genau richtig. Und es ist, auch wenn Highlights da jetzt draufsteht, natürlich kommt man zu den Highlights im ersten Bezirk vorbei oder kommt dahin, aber mir geht es eigentlich vor allem auch darum, die Leute an Plätze zu bringen, die sie noch nicht kennen. Also, oder ihnen etwas an diesen Orten zu zeigen, was ihnen vielleicht noch nie aufgefallen ist. Also diese kleinen Details, die Wien so charmant machen, die man aber selbst als echter Wiener oft nicht kennt. Also es gibt viele Kunden, die sagen, also eben die echte Wiener sind und sagen, okay, sie beschäftigen sich viel mit der Stadt, aber es gibt immer noch was sie überhaupt noch nie gesehen haben oder was sie nicht wussten. Das freut mich dann immer besonders, das sind immer die ganz schwierigen, wo ich mir denke, hoffentlich kennen die noch nicht alles, aber es war noch nie der Fall, Gott sei Dank. Und so gibt es ganz ein neues Programm auch noch, und zwar das erotische Wien. Das habe ich gemeinsam mit einem Kooperationspartner von mir entwickelt, mit dem Emanuel Kasper von Create Your Date. Er ermöglicht es mir auch, mit seiner Plattform wiederum Einzeltickets zu verkaufen, weil meine Angebote sind eigentlich, also direkt über mich kann man eigentlich nur Gruppentickets oder Gruppenevents buchen, wenn man mit einer Schule, mit einer Firma, mit einem Junggesellenabschied kommt, was auch immer es ist. Und über ihn kann man eben Einzeltickets anbieten. Das passiert dann zweimal im Monat ungefähr im Moment, dass wir Termine anbieten. Also je nachdem, im Sommer wird es dann ein bisschen mehr sein, beziehungsweise im Frühling. Und dann kann man sich da auch mit seinem Partner oder seiner Partnerin oder mit Freunden in Kleingruppen dazu buchen. Das erotische Wien finde ich selber auch sehr spannend, weil ich nicht gedacht hätte, was Wien so für Geheimnisse mit sich herumträgt, was dieses Thema betrifft. Ich war da im Wien-Museum bei der Sex in Wien-Ausstellung, vielleicht hat das jemand mitbekommen von euch auch, war eine irrsinnig spannende Ausstellung und es gibt eine Fülle an Dingen und Informationen, die ich da zusammengetragen habe und es ist wirklich eine ganz tolle Tour geworden. Seit Februar, jetzt zum Valentinstag, ist sie draußen, da haben wir sie gelauncht und ja, war ein bisschen kalt an dem Tag leider, aber gut, das kann man sich nicht aussuchen um die Zeit, aber war eine sehr spannende Sache. Was ich jetzt dann nicht drinnen habe als Slide, aber was ich jetzt so noch erzählen möchte, dass ich es nicht auslasse, wir machen auch Workshops an Schulen, eben genau zu dem Thema Anthropologie und Knochenlesen, Krimi-Fälle lösen. Also wer Kinder hat, wer Lehrer kennt, also das ist auch ein sehr spannendes Programm, wo die Kinder mal ins Wissenschaftliche ein bisschen, also in die Rolle eines Wissenschaftlers schlüpfen dürfen, spannende Geheimnisse lüften dürfen. Das ist auch noch ein Programmpunkt, den es gibt. Ja, also ich würde sagen, wenn ihr Interesse habt, schaut euch die Homepage gerne an, schaut auf Facebook, da sind auch immer die Termine online, für die Einzeltermine eben, also die wir regelmäßig anbieten, findet man dort alles. Instagram natürlich auch, ich habe Folder vorne noch ausgelegt, also wer sich etwas mitnehmen möchte an Informationen, sehr gerne. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie schnell ich war, ich glaube schneller als geplant. Aber dann bin ich offen für Fragen und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Da hinten ist eine Frage. Ja. Also erstens einmal super tolles Projekt, wirklich sehr, sehr cool. Mich würde es interessieren, welches Gewerbe du angemeldet hast, weil es ja auch ein bisschen kritisch ist mit diesen Fremdenführern. Ja, tatsächlich. Ich bin kein Fremdenführer. Ja, das ist schwierig. Ja. Also ich erzähle nicht, ich mache eine Spielerklärung und die Leute erarbeiten sich das interaktiv selber. Das heißt, wir haben ja vorher bei der Pyramide im ersten Vortrag gesehen, weil ich mich gerade daran erinnere, Pyramide 90% ist, wenn man etwas selber macht eigentlich. Und genauso
ist es eigentlich angelegt. Also die Leute machen das im Team selbst. Jeder vom Team kann seine Kompetenzen oder seine Stärken irgendwo beitragen, weil es sind verschiedenste Aufgaben, die natürlich auch verschiedene Persönlichkeiten irgendwo fordern sollen, in Verbindung mit diesen hintergrundgeschichtlichen Sachen, Wissenssachen. Also es soll eine schöne Verbindung sein zwischen diesen Dingen, aber auch natürlich Spaß machen und ein bisschen auch fordern. Und es ist eben, also ich welches Gewerbe hast du? Ah, Eventmanagement, genau, danke. Ah, Eventmanagement, okay. Ein kleiner Tipp, wir haben hier eine Lady, die Astrid Schwarz, das ist Vienna with Locals. Sie macht Touren, die da vorne, ja. Also quasi Locals in Wien, Wiener Touren, kreieren Touren quasi für Wien. Ich glaube, sie sagt mir was vom Namen, ja. Auf jeden Fall, sie ist total famous. Ah ja, okay, das wusste ich gar nicht, das ist super, sehr interessant. Ja, wir sind zumindest nebeneinander gesessen vorhin gerade. Sehr gut, sehr gut. Gibt es sonst noch Fragen? Irgendjemand neugierig? Bitte. Sind das nur öffentliche Plätze oder muss man da auch Eintritt? Also sind da Eintritte inklusive oder? Nein, also das nicht. Es ist alles öffentlich. Manchmal, also es gibt auch Bonusfragen, die man beantworten kann, wenn die Kirche offen ist, die man nicht beantworten kann, wenn sie zu ist zum Beispiel. Also Kirchen kann man natürlich betreten, aber wir machen es jetzt nicht mit Führungen oder sonstigen Kombinationen, wo man jetzt wirklich in die Katakomben geht oder sowas, weil das würde einfach auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Also es ist schon sehr lang, wenn man 2 Stunden wirklich unterwegs ist. Man kann sich aber natürlich, und das ist auch ein Ziel des Ganzen, weiterführend mit diesen Themen auseinandersetzen. Also wir bringen die Leute zu verschiedensten Orten und wenn man was drüber weiß, glaube ich, sagt man vielleicht, okay, da müssen wir wirklich mal hinschauen, das möchte man mal machen oder die Gruft oder das Museum möchte man wirklich mal besuchen. Also ja, aber so ist es eigentlich alles outdoor und zu jeder Zeit möglich. Also es ist auch am Abend möglich mit Taschenlampen, gerade die schaurige Stadt vielleicht auch zu später Stunde, zur Geisterstunde zu erkunden. Also wir sind dafür alles offen oder zeitlich flexibel, sagen wir so. Wie groß ist so eine Gruppe, wo du sagst, okay, so viele Leute und mehr geht nicht? Also wir hatten bereits um ein und dieselbe Uhrzeit 70 Leute am Start. Also an einem Tag auch 200 schon. Das war zu Halloween, da war das ein prädestiniertes Datum für dieses Thema. Also wenn jetzt eine Firma kommen würde oder kommt mit 100 Personen oder wie auch immer, können wir es abdecken. Allerdings empfehle ich dann nicht nur ein Programm zu spielen, weil sonst würden alle immer an die oder relativ viele Leute zur selben Zeit an dieselben Plätze gehen. Wir haben es aber so konzipiert, dass man am Anfang mal eine Aufgabe hat, die ein bisschen länger dauert, wo man ein bisschen suchen muss. Also viele Sachen sind relativ gut zu finden und man kommt da schön durch, also ist für jeden zu schaffen. Aber die erste Aufgabe ist meistens so, dass es sich eher ein bisschen verteilt. Weil manche sind irrsinnig schnell und kompetitiv sozusagen und wollen das irrsinnig flott erledigen und stressen sich auch manchmal richtig. Manche sind ein bisschen gemütlicher und machen das lieber im Spazierengehen. Also es geht auch nicht um Zeit, sondern es geht genau, das habe ich gar nicht erwähnt, es geht darum, wer die meisten Punkte dann auch sammelt natürlich. Und im Rahmen des Spiels kann man einen mit den Antworten, die man findet, einen versteckten Code knacken, beziehungsweise ein Lösungswort. Und ich habe dann auch eine Schatzkiste dabei, die man öffnen kann und man kann sich da was aussuchen. Und jeder Teilnehmer bekommt dann auch noch ein persönliches Zertifikat. Man kann das dann nachher noch in einem Lokal natürlich machen mit Siegerehrung und so weiter. Also man kann das Event dann noch ein bisschen ausdehnen und abrunden schön für Firmen, Junggesellenabschiede, was auch immer. Also genau, habe ich vorher gar nicht erwähnt. Ist mir gerade noch eingefallen, genau. So. Folgefrage noch, ist das, also ich muss jetzt keine Zahlen nennen oder so, aber ist das leistbar zum Beispiel für einen gemeinnützigen Verein? Wenn er sagt, wir planen ein Event und wir würden das irgendwie gerne machen oder so. Ja, also ich habe immer wieder, also ich sehe es auch als, also ich finde es auch schön, wenn man ein Unternehmen hat, dass man Dinge unterstützen kann, weil ich kann es ja theoretisch machen, ja, es ist meine Arbeitszeit, die natürlich kostet, aber trotzdem bin ich ein Freund davon, dass man Dinge unterstützt. Also wir haben, ich habe verschiedenste Kooperationspartner, ich unterstütze immer wieder mal zum Beispiel Rising Atoms mit einem Preis, dass ich sage, die Schulklasse, die bei diesem Schulprojekt, das ist im Rahmen von Physik, auch wieder was Wissenschaftliches, mitmacht, darf eine Tour besuchen, gratis oder, wie heißt es, bei einem Lauf bin ich jetzt auch dabei, wo ich ein Programm zur Verfügung stelle, also als Paket. Und natürlich, also wir haben da verschiedenste Möglichkeiten, dass man es auch günstiger, also für spezielle Fälle, bin ich da auch persönlich bestrebt, dass man das ermöglicht, ja.
eine noch. Ja, also ich habe noch eine Frage. Mhm. Und zwar bei einem Film, der ins Kino kommt, gibt es immer Trailer, damit die Leute also einen Guster bekommen auf den Film. Was würdest du bei deiner Lieblingstour, das Genre Gewinn, so als Teaser uns jetzt vorstellen? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was es Schauriges gibt, also in der Nacht durch die Prater anzustreifen oder so. Ja, also es kommt immer darauf an. Wenn man es in der Nacht macht, ist es natürlich wieder ein bisschen gruseliger. Wien hat ein ganz eigenes Flair bei Nacht. Ich kann natürlich keine Gespenster raufbeschwören, die einen da jetzt erschrecken. Aber ich glaube, da liegt es auch, also es kommt auch darauf an. Die Texte sind so, und meine Spielerklärung versuche ich auch immer so zu machen, dass man wirklich eintauchen kann in ein Thema. Also man darf sich da ruhig auch ein bisschen reinfallen lassen. Und es ist schon witzig, also gerade bei den Kindern ist es oft so, sie glauben wirklich etwas zu hören, wenn man sagt, ja, da hört man manchmal ein Kratzen an der Tür oder so, sie hören dann und sie hören dieses Kratzen tatsächlich. Also ich glaube, wenn man sich einlässt auf etwas dann, und man drin ist und sich reinfallen lässt, weil die Orte haben tatsächlich etwas, wenn man die Geschichte kennt und die ist ja echt. Das heißt, wenn man sich vorstellt, das war mal so oder am Stephansdom, am Stephansplatz, da ist die Gruft drunter, die Katakomben sind unter uns, das sind zehntausende Tote, wir gehen über Leichen eigentlich, buchstäblich. Also wenn man sich das ein bisschen vorstellt, dann ist es, glaube ich, kann man sich da schon ein bisschen gruseln lassen. Okay, danke. Gerne. Danke schön.